Schwimmen im Indischen Ozean. Den Wellen zusehen. Den Blick in die Ferne schweifen lassen. Zeitung lesen, die Wärme genießen und die Seele baumeln lassen.
muss bis zum Schluss schauen. Die Kellner merken sich rasch, was wer trinkt und bringen fast unaufgefordert die richtigen Getränke. Verschiedene Pasta wird zum Mittagessen vom Koch frisch zubereitet. So, jetzt wird es aber Zeit, die Insel einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Irgendwo muss es ja Spuren von den Pinguinen geben. Beginnen wir einmal bei den Wasserbungalows. Jede Menge Honeymoon-Schilder, die werden von der Tischlerei direkt auf der Insel hergestellt. Im Coconuts Bar kann man sich von balinesischen Masseurinnen verwöhnen lassen. Einladend wird jeden Tag frisch ein Blumenschmuck in den Wassertrögen vor dem Eingang zusammengelegt. Die Blüten stammen von der inseleigenen Gärtnerei. Wer möchte, kann auch Tennis spielen oder auf den Sandwegen joggen. So entdeckt man auch die Hochzeitstauben oder den Inselpapagei. Reti Beach ist sehr umweltbewusst. Das Wasser, Reti Feen, wird in eigenen Glasflaschen abgefüllt. Shampoo und Bodylotion wird auf den Bungalows in Tongefäßen bereitgestellt. Wer möchte, kann sich diese oder Zahnputzbecher und Seifentassen als Erinnerung mit nach Hause nehmen. Los geht's wieder bei Einstieg 3. Wir tauchen die ganze Westseite der Insel ab. Sehen wir uns an, was das Riff zu bieten hat. Achten wir dieses Mal auf die kleinen Dinge und sehen auch in den Spalten nach. Thank you.
ein Tauchgang sein. Ganz leichte Strömung, dass man sich nur treiben lassen muss. Und jede Menge zu sehen.